Ja, ein neues Jahr fängt an. Ich wollte erstmal wieder ein bisschen kurz Bescheid sagen, was so alles passiert ist. Eigentlich hatte ich mich jetzt gefreut, die nächsten paar Wochen etwas mehr Zeit zu haben zum Hochladen. Dann ist mir natürlich eingefallen, das ist Weihnachten, da hat man keine Zeit. Man ist die ganze Zeit unterwegs und muss andere Dinge tun. Drum werde ich wahrscheinlich erst nächstes Jahr wirklich wieder zum Hochladen kommen. Und ja, vielleicht auch zum Streamen. Ich habe Streamen mal ausprobiert, ob das mit meiner Internetleitung geht und das scheint zu funktionieren. Dann werde ich damit vielleicht mal beginnen. Das finde ich schon mal ganz nett. Ach ja, ansonsten hatte ich mal vor, mit dem Die Leiden des jungen Nackrach vielleicht noch ein bisschen so eine Art V-Log und wie auch immer man das nennt, Programm aufzumachen. Ich weiß nicht, ob ich es durchziehen kann. Ich hoffe es allerdings. Ich habe nicht momentan einfach ein bisschen Lust, mich auf ein paar Sachen auszureden oder wie auch immer man das nennen soll, auszukotzen. Und hätte da gerade Lust, das einfach zu machen. Ansonsten wird es noch einige Änderungen geben auf den Kanal, von denen ich hoffe, dass sie funktionieren. Ich weiß es noch nicht. Werden wir dann sehen. Und ich würde endlich gern mal das Jahresrückblick-Video oder so zu machen, denn immerhin bin ich schon seit 2013, damit jetzt schon seit 5 Jahren auf YouTube. Da lohnt es sich doch eigentlich mal ein Rückblicksvideo zu machen. Ich weiß nur nicht, ob ich es wieder mal schaffe. Ich nehme es ja jedes Jahr vor. Leider ist Weihnachten, Januar rum meistens eine ziemlich stressige Zeit. Und darum schaffe ich das eher selten. Und ja, ich muss mich jetzt schon wieder an ein Referat setzen. Jetzt hatte ich aber doch glatt noch ein wichtiges Thema vergessen, und zwar Spellforce 3. Es gibt noch kein Let's Play von mir, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, ich war die letzte Woche, als es released wurde, schlicht und ergreifend nicht zu Hause und unterwegs. Darum gab es auch keine Videos. Und der nächste Grund ist, Gamers Global und GameStar haben beide eine Verkaufswarnung herausgehauen, weil die Testversion zu verbuggt war. Die Kaufversion scheint, wenn man sich die Steam Reviews und so weiter angeschaut hat, nicht ganz so schlimm verbuggt zu sein. Aber ich will einfach nicht mehr den Fehler machen und ich kaufe mir keine Spiele mehr, meistens vor einer Woche nach dem Release oder sonst was. Vor allem ist es auch einfach sinnlos. Ich habe mich so oft, zum Beispiel habe ich mich so auf Torment Tides of Numenera gefreut. Ich habe es 8 Stunden angespielt und seitdem kam ich nicht dazu, es weiterzuspielen, weil ich einfach noch so viel anderes habe, was ich spielen will und Let's Playen will. Und da ich immer so lange brauche für ein Projekt, lohnt es sich für mich einfach nicht sofort, solche Spiele zu kaufen. Ich werde Spellforce 3 wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr irgendwann anfangen und damit leben müssen, dass ich deswegen wieder weitaus weniger Aufrufe bekommen würde, als wenn ich es jetzt sofort released hätte, aber dafür muss ich mich wenigstens nicht mit Bugs rumärgern. Dann lebe ich halt mit meinen 2-3 Aufrufen pro Video. Damit ist halt so. Aber ist mir lieber, als wenn ich keinen Spaß mehr am Spiel habe, weil ich so voreilig gekauft habe, siehe Schicksalsklinge. Ja, das wollte ich noch sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss, bis wir uns dann hoffentlich wiedersehen.